Gut, dann betrachte ich dieses grünliche Licht also aus verschiedenen Blickwinkeln, ob es vielleicht sowas wie ein Türspalt ist. Ja, könnte man fast meinen. Also es gibt keinen Griff, aber sieht aus wie ein Spalt. Und Kelbarra wird weiter grüne Risse in die Luft malen. Ihr macht weiter und ich versuche einmal einen dieser Risse ein wenig zu verbreitern, sodass wir hindurch könnten. Und ich gehe mal auf einen von diesen Rissen zu und versuche die Ränder mit meinen Händen, die ja auch von diesem Lichtfeuer umspielt waren, ein wenig auseinanderzudrücken. Ja, du greifst in die Luft, lässt deine Finger in diese grünen Risse eingleiten und ziehst und bemerkst dann, dass du wohl die Sphären beiseite schieben kannst, jetzt wo sie wohl geöffnet worden sind. Und du siehst dahinter eine gewaltige große Stadt liegen. Es ist wie ein Vorhang. Ich sehe eine Stadt. Kommt her, stellt es euch so vor. Ich hebe den Vorhang ein wenig an, damit ihr darunter durchgehen könnt. Naja, Gut. Botox, darf ich vorgehen? Ja. Oh, danke schön. Ich bin nicht sicher, was hier nun vor sich geht. Ich möchte mich mal unter Zulamins Hand durchducken. Man stellt sich auch auf die Zehenspitzen, um es dir möglichst leicht zu machen. Ja, als nächstes würde ich hindurchgehen. Was sieht man, wenn man den Halunken nachschaut? Wie gesagt, eine gewaltige Stadt, die vor euch liegt. Du kannst viele, ja, Zwiebeltürme erkennen. Das ist das, was Beutax bereits sagte. Wie eine Knospe, die in der Sonne sich welkt. Viele, viele Türme, viel Lärm, der von dort aus zu dir rüberkommt. Alte Sprachen. Verstehst du Ur-Tulamidia? Tatsächlich ja. Ein bisschen auf Ich acht. auch. Ich habe Ur-Tulamidia auf Aber 2. darum ging es mir nicht. Ich wollte eigentlich nur eine Erfahrung bringen. Also, es ist ein kontinuierlicher Übergang. Es ist nicht so, als würden sie irgendwie sich auflösen, auf der anderen Seite erscheinen oder so. Nee, es ist tatsächlich kontinuierlich. Also du siehst wohl, wenn du hindurchtrittst, wie an der Stelle, wo der See ist, da ist kein See, da ist kein Loch im Boden, sondern ja, das ist das, was Boltax wohl auch schon gesehen hat. Mehrere große Festungen, eine Krake würde man sagen, eine Krake Jarkesh, eine große Festung, von der aus man das gesamte Land überblicken kann. Und wenn du hindurchtrittst, siehst du wohl, wie das andere Jerke schon ein bisschen eher zufächert. Du siehst es noch so halb durchsichtig, als würde es hinter einem grauen Schleier stecken. Aber ansonsten ist alles lebendig um dich herum. Und viele Leute, die hier herumlaufen, sich unterhalten, vor allem Bauern, Ziegenhirte, die du erkennen kannst, oder irgendwelche Pfirsichbauern, die da gerade an den Rändern stehen und irgendwie sich gut gelaunt unterhalten, dass jetzt die Gründertage beginnen und dass die Festung geladen hat zu großem Speis und Trank. Gehen wir halt alle durch, oder? Ich würde dann auch hinter Boltax wahrscheinlich durch dieses Portal, durch diese Öffnung treten. Bevor ich gehe, strecke ich Kelbara noch geradezu schwesterlich die Hand entgegen, so dass wir auch wirklich alle durch können, weil Zulamin ist sich unsicher, wie das dann quasi mit den letzten Leuten ist, die da durch wollen. Würde quasi versuchen, Kelbara mitzunehmen über Ja. diese Verbindung. Sie lässt sich dann auch mitziehen und tritt dann gemeinsam mit euch hinüber. Es sieht tatsächlich ein bisschen aus wie Fasar. Natürlich viel kleiner. Aber die Türme, ihr habt schon recht. Ja, habe ich doch gesagt. Wir sollten feststellen, in welchem Jahr wir uns vielleicht befinden. Eine Kleinigkeit noch, bevor wir hineingehen. Das scheint eine urtulamidische Stadt zu sein. Die haben normalerweise nicht so viel, nun ja, normalerweise keine allzu gute Meinung von Echsen. Aber in Das der finde ich Völker. sehr vernünftig. Ja, lasst mich ausreden, Boltax, das wird euch nicht gefallen.
In der letzten Nacht gewährte mir die Göttin eine Vision. Ich bin nicht sicher, wie sie genau zu deuten ist, aber mein flüchtiger Eindruck war, dass ein großes Übel, möglicherweise der Gürtel, gebunden war, unschädlich gemacht, und zwar von 3 Leviathanim. Möglicherweise sind sie nur symbolisch, aber nun ja. Was haben denn Leviathanim mit dem Kult der blutroten Schlechteren zu tun? Nun, da sie offenbar versuchen, die Wirkung des Gürtels einzudämmen, wäre eher zu fragen, was sie mit dem Kult meiner Göttin zu tun hätten. Gibt es denn in eurer Tradition Überlieferungen, dass nun ja schon aus den existierenden Zivilisationen Raya in welcher Form auch immer angebetet wurde? Tatsächlich ist es so, dass die Echsen tatsächlich von allen Völkern vielleicht am wenigsten einen Bezug zu meiner Göttin haben. Ihre Freuden sind wohl zu andersartig, als dass sie hier irgendeinen Bezug finden würden. Was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, ist, ab einem gewissen Zeitpunkt begannen die Tulamiden ja, sich exischer Magie zu bedienen. Es könnte, nun ja, etwas auf dieser Ebene sein, dass sich menschliche Magier exischer Magie bedient haben, um die Wirkung des Gürtels einzudämmen. Aber ich denke, wir werden das herausfinden auf die eine oder andere Art. Ich wollte euch nur vorgewarnt haben, dass das Exische in diesem Fall möglicherweise nicht das Böse ist. Wusstet ihr interessanterweise, dass die Hochkultur der Rachas ein und dasselbe Wort für Paktira und für ihre Gewalten verwendete? Nein. Beides bedeutet die Gezeichnete. Oder der, dessen Tage gezählt sind, je nachdem, wie ihr es ausdenken möchtet. Und was soll ich jetzt mit dieser Information? Nun, dies sollte euch darauf hinweisen, dass das Verhältnis der Echsenkulturen zu ihren, zu den Gottheiten, den Wesenheiten, die sie angebetet haben und den Wesenheiten, die sie fürchteten, ein engeres war, als ihr es vielleicht im Kopf haben mögt. Die viel wichtige Frage ist, wie gehen wir mit dem Zeitparadoxon um? Ich vermute, dies ist das Jerkisch der Vergangenheit. Wenn wir hier etwas ändern, ändern wir auch die Zukunft. Aber da wir aus der echt? Zukunft sind, werden wir dann vermutlich nicht wissen, dass wir etwas in der Vergangenheit geändert haben. Das ändert doch nichts an dem Zeitparadoxon. Nun, denn die Vergangenheit ist dann ja schon geändert. Nun, ihr könntet versehentlich euren Großvater auslöschen durch eine Nachlässigkeit. Nein, das passiert nicht. Mein Großvater lebte nicht in Jerkisch. Marhaban! Ihr vergesst, dass Satinav einen scharfen Zahn und eine schwere Hand hat. Manatum! Ihr könnt sehen, wie 2-3 Bauern auf euch zukommen, haben wohl noch irgendwelche Pfirsiche in ihrer Hand und reichen sie euch dann und schauen euch belustigt an. Marhaban! Manatum! Ich trage die Kleidung, die ich mir in Kunchom gekauft habe. Das ist in dem Stil von. Oh Gott. Er sieht aus wie ein kleiner Kopter. Und du siehst aus wie ein Kopter. Ein kleiner Kopter. Ja. Tulamin, wie hoch ist dein Wert in Ur-Tulamidia? 11. 11? Abelmir, wie hoch ist dein Wert? 11. Boah, Voltax. 2. Das heißt, du verstehst, dass es Ur-Tulamidia ist. Rafim. Ich habe kein Ur-Tulamidia. Wie hoch ist dein Tulamidia? 7. 7, okay, dann würde ich auf die Hälfte ableiten, dann bist du ungefähr so schlau wie Boltax. Du weißt, dass es Ur-Tulamidia ist und du kannst ein Brot beim Bäcker bestellen. Serpentilio. Die 8, die ich brauchte, damit Polbera mich nicht mit einem Schienbein schlug. Okay. Ja, also der Bauer kommt jetzt mit einem freundlichen Lächeln auf euch zu, hat da wohl einen Pfirsich, den er euch reicht, oder Pfirsiche, und schaut euch fröhlich an. Was tut ihr hier? Ne? Ihr seid fremd, ja? Seid ihr von der Avesha gesegnet? Von wem? Avesha. Avesha. Reise. Ja, sozusagen. Ja, willkommen. Alaikum. Wir sind gerade erst angekommen. Alaikum Assalam, er verbeugt sich vor euch. Ihr seid willkommen, ihr kommt rechtzeitig. Für was? Für die Gründertage. Auf
Ephraim, was will der Mann? Wir haben von diesem Fest gehört. Wo müssen wir denn da hingehen? Die ganze Stadt ist voller Fest. Wir haben viele Reisende. Vor allem groß Buffet in Tempel von Leftan. Bei Krakjakesh. Deswegen ihr kommt. Wer sind denn diese Gründer? Oder ist es nur einer? Die Gründertage. Fest von Horas. Ah. Das klingt doch schon wesentlich freundlicher. Ihr nicht kennen, ihr müsst von weit gereist sein mit Avesha an eurer Seite. Seid die Torvala. Sind wir in der Tat. Weit gereist, nicht Torvala. Ja, ich würde mich zu Boltax runterbeugen und sagen, der Mann will uns ein Buffet verkaufen. Chaldingard. Oh, ein Buffet, das klingt nicht schlecht. Ich könnte jetzt schon wieder was essen. Seid ihr von Riesland? Wer herrscht über diese Stadt? Yapmal. Meister Yapmal. Er ist Priester von Krak. Das ist gut zu wissen. Vielleicht sollten wir uns ein wenig in der Stadt umsehen. Hab vielen Dank. Soll ich euch helfen? Wenn ihr gehen Süden, da Tempel von Avesha, wenn ihr sucht. Avesha kann helfen anderen Priestern von Avesha oder Wandersmann. Das ist eine gute Empfehlung. Denke, traditionellerweise gibt man für eine gute Empfehlung ein Trinkgeld. Habt ihr denn utonomidische Münzen? Silber ist Silber, gib dir mal doch irgendwas. Hier, nimm Kuck. Und der Leute reicht euch wieder die Pfirsiche. Dann gebe ich ihm eine Silbermünze für die Pfirsiche, was natürlich viel zu viel ist, aber Silber ist Silber. Er schaut da drauf. Und er hat ja schon vermutet, dass wir von weit her kommen. Er schaut da drauf und dreht die so ein bisschen und wirft sich dann vor euch in den Staub. War ein bisschen irritiert. Was ist denn auf den Silberlingen drauf? Kann das das vielleicht erklären? Das ist wahrscheinlich Prägung von Hal oder so. Also Tulamin würde wahrscheinlich mit tulamitischem Geld rumlaufen. Ja. Also Maravedi und den, ich weiß nicht, wie die Silberlinge heißen. Okay, also irgendwas aus Kunchum, aber es ist trotzdem Silber. Er wirft sich vor euch in den Staub. Aber gut, ihr habt doch Boltax dabei, das könnte auch erklären. Du vergisst, dass aventurische Silber weniger wert ist als irdisches. Dann meint Tulamin, Fax ist mit euch an diesem Tag. Er robbt so ein bisschen von dir zurück. Nicht Fax. Avesha. Leftan. Nicht Fex. Fex böse. Warum? Er Mörder. Wen hat er ermordet? Alle. Seine Augen werden groß. Meister von Stadt ist Balat Kelevatan. Tulamin runzelt die Stirn. Fex böse. Tulamin, ich verstehe immer nur die Hälfte, aber ich glaube, er sagt zum fünften Mal irgendwas böse. Wer ist böse? Er meint den Listenreichen. Oh. Könnt ihr fragen, ob Chor böse ist? Ich denke, damals hieß er noch anders. Er hat irgendwas von einem Krack oder so gesagt? Und nicht sicher, was. Ich weiß nicht, es schien ein Gott zu sein, aber ich. Ich dachte, ich Krack wäre der Name. Das wisst ihr. Für eine Festung. Genau, das wisst ihr. Es gibt auch in Zorgan gibt es auch einen Krack. Krack ist einfach nur eine Festung. Eine Festung. Die könnte ihr auch kennen. Von Tekrach. Okay, ja. es klang irgendwie im Satz, wie wenn das ein Gott wäre. Ja gut, dann nicht. Weiß denn jemand, wie Chor damals hieß? Der Chor-Kult war damals nicht verbreitet. Kartons bei den Echsen. Echsen. Ihr solltet nicht hier mit exischen Göttern um euch werfen, wenn ihr an eurem Leben hängt. Ja, du kannst auch sehen, wie jetzt der Bauer versucht euch zu verstehen, wenn ihr euch da in dieser fremden Sprache zu unterhalten. Aber das Kretonch, da ist er wieder zurückgewichen. Sprechen wir Tulamidia miteinander oder Gereti? Wahrscheinlich jetzt untereinander Gereti, oder? Tulamidia verstehe ich nämlich nicht. Okay, also ich glaube auch, wenn ich euch Dinge erklären will, dann Gereti.
Okay, denn ich glaube, untereinander sind wir die meisten von uns außer Boltax in Tudermedia geflüssig, ne? Aber gut, wenn er nur Geräte kann, dann muss ja. Dann hat er ja sogar die Chance, uns zu verstehen, Herr Bauer. Nun, ich würde das an eurer Stelle unterlassen. Denk vernünftig. Nur vorsichtshalber fragen. Nun, die Sache ist die. Sie scheinen Angst vor dem Listenreichen zu haben. Ich denke, dass sie ihn Männern in seiner Form als den Echsentöter kennen. Denn er sagt, er habe alle umgebracht. Außerdem klingt es so, als würde eben jener Dämon, vor dem ich euch warnen wollte. Ihr wisst schon, der leicht mit Leftern zu verwechseln ist. Verwechslung ist ein großes Wort. Ich würde eher... Er nickt. Streiten wir uns nicht an. Er nickt. Ballard Kelevatan. Verstehen. Ballard Kelevatan ist der Sohn von ihr, nicht wahr? Wer ihr? Ballard Kelevatan ist Gott von Jerkesh. Er ist Meister von Stadt. Er hat besiegte Echsen. Er schenkt Fruchtbarkeit mit Rahandra. Ja. Ballard Kelevatan, gut. Wie Rondra, gut. Wir beten zu Rahandra und zu Kelevatan. Ah, also hat er auch nur hier einen Tempel. Er ist nicht wirklich hier. Er hier. Dann seid ihr ganz besonders gesegnet, scheint mir. Herr Meister von Jerkesh. Wo finden wir diesen Herrscher? Wenn ich raten müsste, Havelmir, dann wohl dort. Und ich zeige auf den Krak. Das Krak. Die Krak? Krak Jerkesh. Da Yapmal Asad Balkalim. Ich verstehe gar nichts. Er sagt uns, dass wir den Gott der Stadt dort oben finden. Also na gut, dann gehen wir da. Also ich habe eben den Namen der Widersacherin gehört und ich denke, das ist genug zu verstehen. Nun, selbstverständlich. Offensichtlich hat die Stadt sich einen höheren Dämon als Schutzgottheit ausgesucht. Dann werden wir die Gürtel vermutlich bei ihm finden. Ein hervorragender Schluss. Nun, dann gehen wir dorthin. Nichtsdestotrotz weise ich noch einmal euch alle darauf hin, dass die Erwähnung von exischen Urgottheiten zu ungesunden Komplikationen führen könnte. Besonders eure Raffin. Der Bauer gibt euch das Silberstück wieder zurück und schüttelt mit dem Kopf. Avesha Süden. Sulamin nickt. Wir werden das im Tempel spenden. Spenden. Spenden an Rahandra. Rahandra bringt Regen. Gut, dann die Götter mit euch. Er mit euch auch. Also gehen wir jetzt. Wolltest du noch etwas fragen, Boltax? Erschlagen diesen. Nein, alles gut. Wir erschlagen diesen Dämon, also Rafima schlägt diesen Dämon und wir nehmen den Gürtel und kehren zurück. Das ist der Plan, oder? Nicht der schlechteste, den ich heute gehört habe. Naja, ich wollte gucken, ob man hier noch irgendwas kaufen kann. Nun, wenn wir schon mal hier sind. Danach scheint das auszusehen. Nun, ein sehr wichtiger Gott, oder vielleicht hat er nur so viel von ihm gesprochen, weil er uns als Reisende identifiziert hat, scheint wohl Abes zu sein. Ihr dürft mal eine Wetterkundeprobe ablegen. Ja, Wettervorhersage. Das ist Wettervorhersage? Wettervorhersage, ja, genau. Handelt sich hierbei um ein Naturtalent, das ich nicht habe. Weil du unfähig bist, ne? Ja, weil ich unfähig bin. Den wäre als maximale Erschwernis geschafft. Boltax, du würdest sagen, ihr habt nicht ersten Firon, sondern vielmehr. Oh, also die Temperaturen würden eher den ersten Praios nahelegen. Ja. Das ist ganz schön warm. Ich schwitze. Wie meinst du, Boltax? Es ist. Stimmt, die Jahreszeit hat sich verändert. Genau, es ist viel eher Praios als Firun. Ich denke, bei tausenden von Jahren in der Vergangenheit darf man das Ziel schon mal ein wenig verfehlen. Denkt ihr, es hat etwas zu bedeuten, dass wir damit kurz nach den namenlosen Tagen sind? Vermutlich nicht. Nein. Wir sollten uns darüber keine Gedanken machen. Ein neues Jahr beginnt und das ist vielleicht auch der Grund, wieso sie jetzt diese
Festivitäten haben, habt ihr doch gesagt. Haben wir überhaupt eine Idee, welches Jahr wir haben? Spielt das eine Rolle? Nicht wirklich, nein. Das ist eine sehr verräterische Frage, würde ich behaupten. Nun, wir können fragen, welches Jahr wir schreiben. Welches Datum wir haben. Also um euch herum, wenn ihr näher hier in die Stadt geht, so einen kleinen Abhang nach unten, vieles ist nicht an den vielen großen fruchtbaren Feldern vorbei. Und auch in der Stadt könnt ihr viele zahlreiche Orangen- und Pfirsichbäume erkennen, die hier in roter Blüte stehen. Alles ist voll. Überall sind Pilger mit bester Laune, viele Händler, viele Bauern, ein paar Wachen, die ihr auch erkennen könnt, also Kriegerinnen vor allem. Und jeder hat gute Laune. Das ist eine nette Stadt. Ich würde mich mal umgucken, ob man hier irgendein Mitbringsel mitbringen kann. Ja, du kannst generell am nächsten Stand stehen bleiben. Da verkauft wohl irgendjemand Flachstafeln, würdest du meinen, wo man dann noch irgendwie mit Kreide draufschreiben kann und irgendwelche Baströcke, würdest du meinen, Ziegenfell, was da wohl gegerbt herunterhängt. Daneben stehen wohl noch lebende Ziegen, die du da wohl erwerben kannst. Unglaublich viele Ziegen. Finde ich irgendwas, was ich noch nie gesehen habe. Wie viele Ziegen hast du jemals auf einem Haufen gesehen? Hast du irgendeinen Vorschlag? Also hier gibt es allerlei, viele zahlreiche Seltsamkeiten, auch Amulette, aus Holz geschnitzt oder auf irgendwelche anderen Felle von, ja. Also ich suche nach Chorsymbolen, die ich in Tempeln gesehen habe, die ich aber vielleicht nicht direkt jetzt namentlich benennen könnte. Also gib alles, mir was mal eine Götter- und Kulte-Probe. Gerne. Ich würde vielleicht nach Schriftrollen oder so mit Gedichten Ausschau halten. Ja, wirst du finden. Das ist eine gute Idee, das findest du. Raffin, du erkennst das uralte Symbol von Rahandra. Also nicht von Rondra, sondern von Rahandra, dem Regenbringer. Ein männlicher Rondra. Also so nah kann man fast nicht an Kor rankommen. Jetzt ist es auch noch ein männlicher Rondra. Und er schleudert mit Blitzen. Wird die Rahandra-Form nicht in Fasar immer noch angebetet? Ja. Ebenso wie Avesha. So fühlst du dich sicher wie zu Hause? Ja, schon so ein bisschen. Naja, dann würde ich so ein Amulett mal mitnehmen. Man weiß ja nie, ob man das mal brauchen kann. Okay. Ja, ich würde einen Tonkrug oder einen Tontiegel kaufen, um halt Krimskrams drin zu bewahren. Beispiel du siehst da auch Schutzglyphen auf diesen Tonglyphen. Also ideal, um da auch Asche reinzutugen oder irgendwelche mächtigen Zauber, irgendwelche Schrumpfköpfe oder so etwas. Was auch immer man da reintun möchte. Es ist auf alle Fälle geschützt durch diese Glyphen, die da drauf sind. Lassen sich Kelevatan-Devotionalien erwerben? Überall. Überall Leftan-Symboliken und Schutzglyphen vor Belkelel. Mhm. Das kann auch Zulamin entdecken, wenn du umher dich tastest. Viele Symboliken von Belkelel, aber als Schutzglyphe. Schutz vor Belkelel. Ah, das ist interessant. Zulamin tätowiert sich ja auch immer die Arme und Füße mit so urtulamidischen Glyphen. Und es könnte durchaus sein, dass dieses Symbol sich da auch findet. Ja, definitiv. Das wird wohl sicherlich dann auch einer der Händler, würfelt man auf Sinnenschärfe, wenn du das irgendwo in deinem nackten Oberarm hat. Und er würfelt gut, nickt dir zu, drückt dir wohl einfach so eine Schriftrolle in die Hand, nickt dir zu, deutet dann wohl in Richtung Osten. Balkalil. Was ist denn so im Osten? Tempel von Balkalil. Du nicht von Avesha, ja? Wir sind Reisende, ja. Du von Balkalil, ja? Du geh in da, Tempel von Balkalil. Du kannst opfern. Gut, danke. Und Zulamin schlendert weiter mit ihrer Schriftrolle und runzelt so ein bisschen die Stirn. Kann es sein, dass sie so ähnlich verehren wie die Echsen? Also, dass sie verehren, aber sie fürchten? Möglicherweise. Uras-Edikt galt erst lange Zeit danach. Wenn sie den Kelevatan anbeten? Aber als er von diesem Gründerfest sprach, da sagt er doch etwas von dem Huras, oder? Nun ja, der Huras ist der mythische Schöpfer des Hurasreiches, ja, aber es gab unter diesen
Kaisern viele, die sich Rohrs nannten. Ihr dürft alle mal auf Geschichtswissen proben. Alle? Ihr dürft alle. Ich habe keine passende Kulturkunde. Ich meine, niemand hat die. Ja, doch, Amemir hat die. Amemir hat die Kulturkunde Diamant des Sultanats, oder was? Oh, das ist ein richtig mieser Wurf, der trotzdem irgendwie... Aber also ohne Schicksalspunkt lasse ich euch da nicht durchkommen. Also 4 Punkte oder 6 Punkte reichen mir da nicht. Ja, ich würde da garantiert keinen Schicksalspunkt für ausgeben. Ja. Er sagte irgendwas mit Horas und wenn er den Horas kennt, dann muss es irgendwann nach 500 vor Bosporans Fall sein. Aber was genau, wann genau, keine Ahnung. Wann die Tulamidenreiche erobert worden sind von dem Horasreich, keine Ahnung. Reichen 7? Nee, 7 reichen auch nicht. Da will ich ja so 12 oder so, weil das will ich da haben. Also dann kommen wir in den Bereich, wo ich euch mehr erzähle. Aber also ihr müsst irgendwann zwischen 500 und 0 müsst ihr irgendwann sein. Wann genau, wisst ihr nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall vor dem Silem Horas-Edikt befinden. Da habt ihr recht, Abelmir. Wir sehen hier, denke ich, den Zustand davor. Denn ja, das Silem Horas-Edikt war auch ein politisches Instrument, um die tulamidische Kultur klein zu halten. Aber man muss auch sagen, dass davor diverse Dämonenkulte auch offizielle Anerkennung genossen. Und ich denke, das sehen wir jetzt in dieser Stadt. Oder vielleicht solltet ihr eure Vorstellung davon, was ein Dämonenkult ist und was ein Gottheitenkult ist, reexaminieren. Es könnte tatsächlich viel eher sein, dass die Dämonenkulte erst zu Dämonenkulte wurden, nachdem man sie zu solchen erklärt hat. Und während ihr das sagt, könnt ihr laute Trompetensignale hören und ihr habt euch wohl irgendwie in die Mitte der Stadt, wo das Gedränge besonders dicht ist, habt euch verirrt. Während ihr euch so ein bisschen durch das Handeln hindurch gefragt habt und während die Trompetensignale erklingen, könnt ihr sehen, wie sich eine Gasse bildet, die wohl ziemlich breit ist und alle anderen um euch herum sich in den Staub werfen. In so einer Situation macht man wohl besser mit. Ich nicht. Denke auch. Lächeln und winken. Lächeln und winken, Männer. Also ich würde es nachmachen, wie die Einheimischen. Sie besser auf sich zu tun. Dir das gar nicht ein. Aber du hast ja auch Kopterkleidung an. Das ist okay. Warte kurz, ich muss die Arroganz befragen. Ah, Boltax, gib mir mal eine oder irgendjemand anderes eine sich verkleiden Probe für Boltax. Arroganz ist ein guter Punkt. Ich würfel das auch mal. Ganz gelungen. Ich bleibe hier sowas von stehen. Aber sich verkleiden habe ich. Stimmt, ja. Aber ich wirft sich in den Staub. Joris, aber mit deiner Eitelkeit in den Staub bist du dir sicher? 20. Ich habe sich verkleiden auf 1. Das ist gerade so nicht genau. Es geht um Boltax-Verkleidung und dafür sollen wir würfeln oder sammeln? Ja, also um Boltax als Kopter eben auch. Also nicht nur, dass er einfach mit so Kleidung rumläuft, sondern dass es auch wirkt, als wäre er einer. Aber das hat ja keiner von uns gezielt versucht. Genau, dürfen wir deswegen würfeln oder machen wir einfach nur Plus-Minus? Für einen Schicksalspunkt, Boltax kann mir seinen Schicksalspunkt geben. Ja, komm, das ist eine hervorragende Idee. Ja, ich gebe dir mein Schicksal. Alles klar, dann wirkst du auf die erste Betrachtung so, als wärest du einer. Auf die zweite vielleicht nicht mehr. Und während ihr euch A in den Staub werft oder aber es auch nicht tut, sondern einfach nur regungslos dasteht, könnt ihr sehen, wie eine gewaltige Zeremonie an euch vorbeizieht. Ihr könnt Bannerträger erkennen, weitere Trompeter und eine Karawane von 50 Personen zieht an euch vorbei, allesamt mit Kamelen, also keine Esel, keine Ziegen, keine Pferde, sondern Kamele, die sie wohl bei sich haben, und merkwürdigen Schlangensymboliken. Das hat wohl nichts mit Hesinde zu tun. Sieht die Schlange so aus wie die Schlange, die ich trage? Also mein Schlangenring? Nein. Okay. Sie sieht vielleicht sogar bösartig aus. Heraldik. Nö, habe ich nicht. Kann man wohl gehen. Heraldik aus den urtulamidischen Zeiten. Heraldik steigern kann ich, wenn ich tot bin. Also das Symbol erinnert dich abend mir so ein bisschen an Selem. Aber anders. Und während diese 50 Personen mit Kamelen und irgendwelchen großen Sänften an euch vorbeigetragen werden, könnt ihr auch innerhalb dieser großen
Zeremonie erkennen, wie dort vier gewaltige Left-Hands-Krieger vorbeiziehen. Ungefähr drei Meter groß. Ich habe Tierkunde, Talentspezialisierung, Drachen, Echsen. Das sind. Nee, es ist keine Tierkunde. Es ist einfach irgendeine Schlange oder ein Aal, der auf diesen Dingern abgebildet ist. Okay. Aber kann man den Left-Hands-Krieger als Daimonide identifizieren? Du, ja, es sind Chimären. Besonders stattliche Exemplare. Es sind nicht diese Left-Hands-Krieger, die Mann, du... Wir da, meinst diese du? Mann, die sind es nicht. Es sind halt wirklich echte Chimären. Und besonders stattlich, besonders groß. Und auch ein Raphim hätte sicherlich mit so einer Körperkraft 25 zu kämpfen. Interessante Machart. Seht euch das an. Ich liege noch im Boden irgendwie. Ich stehe nur so aus den Augenwinkeln. Das sind... Chimären, oder? Es sind Kunstgeschöpfe und nahezu perfekte noch dazu. Seht euch die Übergänge an. Wie gewachsen. Ich finde es toll, dass ihr so viel Begeisterung dafür aufbringen könnt, aber das ist nicht aus Sumus Willem geschaffen. Das ist nicht gut. Aus einer der Sänften könnt ihr wohl sehen, wie eine Hand den Vorhang kurz beiseite schiebt und ihr könnt dann sehen, wie euch ein paar Augen mustert. Und dann wird die Hand wieder beiseite geschoben. Der Vorhang fällt wieder zu. Freunde von euch? Vielleicht. Ich lebe ja jetzt schon eine Weile, aber so lange nun auch nicht. Hat man denn was drin sehen können? Also diese Person, die uns angeguckt hat, wenn sie den Schleier beiseite geschoben hat, konnten wir die auch sehen? Er sitzt im Dunkeln, ihr steht im Hellen, also nein. Aber ich habe Dämmerungssicht. Das ist ausnahmsweise mal ein Argument. Na gut. Du würdest sagen, ein Kopter sitzt darin. Scheint ein Kopter zu sein. Nun, in diesem Fall also tatsächlich Freunde von euch. In der Tat. Lustig, nicht wahr? Und ich dachte schon, eure Kleidung wäre aus der Zeit gefallen. Nun. Weniger aus der Zeit gefallen, sondern mehr an drittrangige Magier aus viertklassigen Akademien angelehnt, die glauben, sie könnten sich mit diesem Kleidungsstil einen witzigen Funken an Legitimität erkaufen. Nicht, dass ich euch damit meine, aber es ist ein gewisser Trend unter anderen Gildenmagiern. Nun, gut, dass ich kein klassischer Gildenmagier bin.